Guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen noch kurz das Roomtour-Video zu dem Imelda Homestay. Hier ist den ganzen Tag Tee und Kaffee kostenfrei, Wasser auch, ist mega cool. Die Leute sind freundlich und es war mega sauber. Wir sind jetzt sozusagen ja schon am Abreisen, das heißt, unser Zimmer ist natürlich jetzt nicht mehr das sauberste. Wir haben natürlich da drin jetzt auch gewohnt, aber ich zeige euch das noch. Wenn ihr hier reinkommt, haben wir hier auch direkt einen Wäscheständer. Es gibt eine kleine Sitzecke. Hier gibt es auch immer draußen einen Mülleimer. Und zwar gibt es hier einen kleinen Schrank zur Aufbewahrung. Der ist auch abschließbar. Das heißt, man könnte da vielleicht auch die Wertsachen drin lassen. Ist jetzt für uns uninteressant, da wir unseren Packsafe haben. Das ist dann der Ausblick. Da ist ein Garten. Hängen normalerweise auch Hängematten, aber wegen dem Regen haben sie die abgemacht. Also mega cool. Ich glaube 4 Hängematten insgesamt. Da haben wir gestern auch ein bisschen relaxed. Ansonsten sitzen da auch oft die Besitzer des Homestays und spielen mit einem Schach. Das ist echt cool. Dann hatten wir ein mega gemütliches Bett. Also da können wir uns echt nicht beklagen. Mega groß. Dann hatten wir eine Fernbedienung für einen Ventilator, der eigentlich auch echt gut ist. Der ist jetzt relativ schwach eingestellt, aber der ist eigentlich echt gut in Schuss und vor allem relativ leise. Ja, und dann kommen wir hier auch schon ins Badezimmer. Guten Morgen. Toilette, nochmal ein Mülleimer, dann gibt es einen extra Wasserhahn, da haben wir jetzt immer die Füße vorher abgespült. Wir hatten jetzt hier kaltes Wasser und dann gibt es hier einen Spiegel und ein Waschbecken. Also wie gesagt, mega freundliche Leute hier. Das ist der Guy vom Homestay. Hier wird auch jeden Morgen Laub gehakt, also die waren heute Morgen schon wieder fleißig, alles gefegt. Hier sind die anderen Zimmer. Und hier gibt's Frühstück, Wasser, Tee. Morning. Genau, Kaffee, Tee, Zucker, heißes Wasser, also kann man sich den ganzen Tag bedienen. Da vorne ist die Rezeption und es ist auch echt zentral gelegen. Ich nehme euch mal ganz kurz mit zur Straße, damit ihr mal einen Eindruck von dem Ganzen habt. Und zwar kann man sich hier auch Roller mieten. Haben wir jetzt auch gehabt für 2 Tage. Kostet jetzt hier am Tag 60.000. Die stehen hier. Und obwohl es so zentral gelegen ist, finde ich, es ist auch recht ruhig. Also abgesehen vom Regen, der nachts ganz schön laut war. Das heißt Imelda Homestay. Findet ihr hier. Direkt daneben ist ein Supermarkt, der Alpha-Markt. Ein paar Waggons gibt es hier. Es gibt auf jeden Fall was zu essen. Und in die Richtung geht es dann zum Kuta Beach und ins Zentrum. Uns geht es jetzt gleich auf die Fähre. Ja, wir sind am Hafen in Lemban gekommen. Und jetzt geht es gleich mit der Fähre nach Padang Bai, Bali zurück. Padang Bai, zurück nach Bali. Ja, wird eine längere Fahrt von 5 Stunden. 4 bis 5, ja. 4 bis 5 Stunden. Ist aber deutlich günstiger. Also man zahlt für ein Ticket 46.000 direkt von hier. Und ja. Schauen wir mal, was uns erwartet. Thank you.
sagen, die kommen wieder auf Bali. Jetzt werden wir uns erstmal ein Örtchen suchen, wo wir das Internet nutzen können. Wir haben uns hier noch keine SIM, oder wir wollten uns keine SIM-Karte hier kaufen. Deswegen suchen wir uns ein Café mit WLAN-Verbindung. Dann können wir uns einen Fahrer organisieren und dann geht's für uns nach Canggu. Juhu, ich freue mich schon. Yeah. Also wir sind jetzt am Homestay angekommen. Wir hatten ja eigentlich auf Empfehlung das B&B Hostel gebucht. Wir waren da auch gerade, sind dort angekommen und dann wurde uns gesagt, dass wohl ein Zimmer kaputt ist, wobei ich ganz genau weiß, dass es ausgebucht ist, also dass sie überbucht sind, weil sie dann rumtelefoniert hat und ja, man das raushören konnte und ja, wir sind ganz schön K.O. Also ich glaube, es ist jetzt wie spät? Ich glaube mittlerweile bald 8. Wir sind seit heute Morgen um 10 unterwegs, also haben irgendwie nicht wirklich gegessen, saßen ja die ganze Zeit auf der Fähre und im Taxi und wurden jetzt auch noch ausquartiert. Das heißt, wir wurden gerade von dem Fahrer abgeholt aus dem Hostel und dabei sah es so toll aus. Also die Empfehlung hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir sind echt ein bisschen traurig, dass wir jetzt nicht dort sein können. Ja, jetzt müssen wir das Beste draus machen. Wir haben erstmal einen Schlafplatz für heute. Mal gucken, ob wir die nächsten Tage dann hier bleiben oder ob es dann für uns woanders hingeht. An sich sieht es ganz gut aus, aber ich kann mich einfach gerade nicht drauf einstellen, weil ich so platt bin und ich finde es einfach ein bisschen ärgerlich. Aber ich zeige euch trotzdem einmal ganz kurz, wie es hier aussieht. Also hier ist sozusagen unser Ausblick. Hier gibt es auch einen Pool. Direkt vor unserem Zimmer. Da hinten ist eine Küche, da können wir wohl kostenfrei Wasser nehmen. Aber dazu morgen mehr. Zweiter Tag oder sozusagen erster Tag hier in Canggu. Wir haben ja gestern Abend die Unterkunft gewechselt, haben wir ja berichtet. Und ja, jetzt haben wir uns einen Roller ausgeliehen und wollen uns mal was zum Frühstück suchen. Mir geht es heute schon deutlich besser, dafür geht es Norelle heute nicht so gut. Also ich glaube, jetzt hat es ihn einfach erwischt. Und naja, wir haben jetzt einen Roller, werden jetzt einen Kaffee aufsuchen und uns einfach mal ein bisschen umhören, was es hier so gibt, ein bisschen schauen, die Gegend erkunden und dann gehen wir später noch einkaufen und vielleicht springen wir später nochmal in den Pool. Also wir nehmen euch einfach mal mit. Wie ist dein Empfinden? Mir geht es heute nicht so gut irgendwie, also ich fühle mich soweit, ja, nicht so zu 100% fit, aber wir sind jetzt in Canggu angekommen und werden jetzt mal schauen, was hier so in der Nähe zu finden ist. Genau, safety first, mach deinen Helm ein bisschen enger. Es wird erstmal getankt. Gibt es immer so Tankstellen mit Wodkaflaschen und da kostet eine dann 10.000. Und meistens ist der Tank dann halb voll, je nachdem wie leer er dann war. Norelle geht heute echt schlecht. Fühlt sich nicht so gut, deswegen sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Ich denke, er wird jetzt schlafen gehen und ja, vielleicht springe ich einfach mal in den Pool. Mal gucken. Auf jeden Fall zeige ich euch einmal kurz schnell vorher das Zimmer. Also hier ist unser Zimmer, unsere Terrasse. Kann man abends auch sitzen. Dann gibt es hier direkt am Pool nochmal Sitzmöglichkeiten. Haben wir hier den großen Pool direkt vom Zimmer. Auch hier haben wir wieder einen Wäscheständer dabei. Mülleimer steht hier auch draußen. Und wenn man reinkommt, haben wir hier zwei Nachtschränke. Was hier praktisch ist, dass wir kleine Lampen haben. Das hatten wir in den letzten Unterkünften eher seltener. Das ist einfach abends gemütlicher, wenn man nicht das große Licht beim Arbeiten anhat. Ein schön großes Bett, was auch mega bequem war. Also da muss ich auf jeden Fall mal Lob aussprechen. Ein schönes Bild. Zweites Nachttischchen. Sieht ein bisschen wild aus, weil wir ja gestern Abend alles nur reingeschmissen haben. Hier ist dann so ein kleiner Bereich mit einem Spiegel nochmal. Fernseher, den wir allerdings nie nutzen. Und dann geht es ja auch schon ins Bad. Hier haben wir auch dabei, habe ich gesehen, nochmal kleine Gesichtshandtücher. Dann gibt es hier Zahnbürsten und so ein paar Zusatzprodukte, zwei Gläser, Ersatztoilettenpapier. Und dann ist das auch schon das Badezimmer. Shampoos dabei und ich glaube, es gibt auch warmes Wasser, so wie es aussieht. Genau, Handtücher.
Was ich nicht so praktisch finde, ist dieser Spiegel, auch wenn er ja recht schön ist. Aber wenn ich mich da vorstelle, ihr seht, er ist viel zu hoch für mich. Aber im Ganzen, Herr Findori auch, im Ganzen würden wir trotzdem sagen, Daumen hoch, oder? Nuri ist zurück und schwimmt mal ein paar Bahnen. Ich war vorhin schon im Wasser, ich glaube ein, zwei Stündchen bestimmt. Und Nuri hat dann auch geschlafen, weil es ihm nicht so gut ging. Und jetzt ist seine Runde, er hat den Pool für sich. Fertig gefrühstückt, wollten wir gerade die Planung für den Tag vornehmen, aber leider regnet es. Ja, mir geht es auch zum Glück schon wieder viel besser heute. So gut. Lovely lady, pretty as can be. No one knows her name, she's just a mystery, but I have seen her fresh. Maybe once or twice. One thing I can say is, ooh, she's very nice. Ah, let's play in a Runde Billard. Ich glaube, Nuri möchte in der Runde verlieren. Gehen wir was essen. Mehr gibt's heute nicht. Hoi, hier war gerade ein bisschen Action. Und zwar ist der Affe einfach auf den Tisch gekommen und hat meine Bananen geklaut.